Verlesung durch den Schriftführer erübrigt. Wir gehen in die Debatte ein. Ich mache darauf aufmerksam, dass gemäß § 57 Absatz 1 der Geschäftsordnung kein Redner, keine Rednerin länger als 5 Minuten sprechen darf. Dem Erstredner kommt zur Begründung eine Redezeit von 10 Minuten zu. Stellungnahmen von Mitgliedern der Bundesregierung oder zu Wort gemeldeten Staatssekretären sollen nicht länger als 10 Minuten dauern. Ich ersuche den Herrn Abgeordneten Dr. Rosenkranz als Antragsteller, die Debatte zu eröffnen. Bitte. Danke, Frau Präsidentin. Herr Staatssekretär, in Vertretung des Herrn Bundeskanzlers, weil an sich ist ja die Anfrage an den Herrn Bundeskanzler gegangen, aber ich nehme die Expertise auch des Herrn Ostermeier, was Inserate betrifft und deren Gestaltung, nehme ich natürlich auch gerne hin. Er ist hier ebenso begnadet wie der Herr Bundeskanzler schon aus seiner Zeit aus dem Kabinett im BMFIT. Nun, im ersten Teil der von mir an alle Ministerien gerichteten Anfragen, es ist mir darum gegangen, einmal zu erfragen, welche Inseratenleistungen im zweiten Halbjahr 2011 so erbracht wurden. Und da immerhin, und wir haben ja immer eine Diskussion über Einsparungsmöglichkeiten da, insgesamt hat diese Bundesregierung im zweiten Halbjahr 2011 16.717.000 Euro für Inserate ausgegeben. Es geht jetzt nicht darum, jedes einzelne Inserat zu hinterfragen. Zum einen sind es Inserate wie zum Beispiel über Helmpflicht, Kindersitze und Ähnliches, wichtige Dinge. Bei anderen Dingen vielleicht müsste man sich fragen, ob wirklich Steuertipps im Ballkalender oder ob zum Beispiel im Semesterprogramm einer katholischen Studentenverbindung, ob das tatsächlich für die Informationspolitik der Bundesregierung spricht. Aber das war auch nicht der Schwerpunkt der Anfrage, sondern der Schwerpunkt geht dahin, weil aus Ministerien die Anregung gekommen ist, dass eben nicht für entsprechende Rabatte gesorgt wird. Alle, die im politischen Leben sind, die in ihrem Wahlkreis sind, bekommen von den verschiedensten Printmedien, gerade aus der Region, die verschiedensten Angebote, 4 Inserate zum Preis von 2 und Ähnliches. Und das vermisse ich eigentlich bei der Gestaltung der Inserate der Bundesregierung. Und darum habe ich eben an alle Ministerien gefragt, die entsprechenden Antworten bekommen, auch vom Bundeskanzleramt. Und diese Anfragenbeantwortungen sind natürlich bemerkenswert. Dazu dann noch im Detail. Was auffällt und warum Bundeskanzleramt jetzt für diese Anfragebesprechung? Weil der Bundeskanzler natürlich die Richtlinienkompetenz hat, weil der entsprechend vorgibt. Wir hätten natürlich auch an die Finanzministerin fragen können, weil es geht um viel Geld des Steuerzahlers, was hier verwendet wird. 16,7 Millionen im zweiten Halbjahr 2011. Und bei meiner Anfrage habe ich gefragt, zweitens, zu welchen Konditionen erfolgten die Werbeeinschaltungen in den genannten Medien? Eine relativ konkrete Frage, man erwartet sich eine konkrete Antwort. Dann eben, wenn ich das Bundeskanzleramt hernehme, wurde seitens des BKA versucht, bei größeren Auftragsvolumen bzw. durch Inaussichtstellung wiederholter Aufträge Rabatte zu erzielen. Bitte nach Medium und Konditionen aufgliedern, auch eine relativ klare, präzise Frage, falls nein, warum nicht? Und hätte bei den genannten Medien die Möglichkeit bestanden, Rabatte gewährt zu bekommen. Was schreibt mir das Bundeskanzleramt zurück? Die Werbeeinschaltung zu den Fragen 2 bis 5. Die Werbeeinschaltungen in den in Frage 1 genannten Medien erfolgten zu den bestmöglichen Konditionen. Das Bundeskanzleramt ist stets bestrebt, sämtliche verfügbaren Rabattmöglichkeiten auszuschöpfen, die von den verschiedenen Faktoren, wie etwa Zeitpunkt der Schaltung, Klammer Wochentag, Klammer geschlossen, Platzierung, Häufigkeit und Anzahl der Schaltungen im Medium abhängig sind, beziehungsweise auch von der Reichweite des jeweiligen Mediums bestimmt werden. Was schreibt das BMF? Das Bundesministerium für Finanzen ist bemüht, sämtliche Rabattmöglichkeiten zu nutzen. Die Werbeeinschaltungen in den zuerstens genannten Medien erfolgen zu den bestmöglichen Konditionen. Das Bundesministerium für Finanzen ist stets bestrebt, sämtliche verfügbaren Rabattmöglichkeiten auszuschöpfen, die natürlich von verschiedenen Faktoren wie Zeitpunkt der Schaltung, Wochentag, Klammer geschlossen, Platzierung und Anzahl der Schaltungen im betreffenden Medium abhängig sind, beziehungsweise auch von der Reichweite des jeweiligen Mediums bestimmt werden. Ich kann Sie jetzt langweilen, weil sämtliche Anfragen aus jedem Ministerium kommen gleich. Das ist Gutenbergen zum Quadrat. Das ist das Plagiat schlechthin. Zur Ehrenrettung muss ich allerdings sagen, dass
Manche Ministerien, ich glaube zwei oder drei, haben sich dann noch sogar die Mühe gemacht, ein paar Wörter zu verändern. Die haben nämlich nicht geschrieben, zum Beispiel bei der Einleitung die Werbeeinschaltungen, sondern da steht nur die Schaltungen. Also ein bisschen Variation war bei zwei bis drei Ministerien schon da. Da hat man wirklich erkannt, wie sensibel hier im Detail vorgegangen ist. Herr Staatssekretär, der Kollege Riepel, wo das Problem ist, wir haben auf die Anfrage keine Antwort bekommen. Wir wollten detailliert die Rabatte haben. Der Ausdruck bestmöglich, das ist nicht das, was uns wir als Antwort erwarten. Ich kann noch dazu sagen, es gibt interessanterweise auch Vorgänge, wo auf einmal, wie diese Anfragen am Tisch gelegen sind, auf einmal manche Zeitungen sehr rege geworden sind und auf einmal Geldbeträge an die Ministerien zurücküberwiesen haben, wo man gar nicht gewusst hat, warum und wieso kommt da überhaupt Geld herein. Die Tatsache ist, und Kollege Riepel, ich wiederhole es auch gerne, vielleicht können Sie dann in Ihrer Wortmeldung nämlich dann das, was mir verborgen geblieben ist, sagen, zu welchen Konditionen erfolgten die Werbeeinschaltungen in den genannten Medien? Wurde seitens des BK versucht, bei größeren Auftragsvolumen bzw. den Auszahlungen wiederholte Aufträge Rabatte erzielen? Bitte nach Medium und Konditionen aufgliedern. Verstanden? Ja? Aufgliedern, konkretes Medium. Jetzt die Antwort des BKA. Ich darf sie für Sie auch noch einmal wiederholen, weil Sie ein mangelndes Problembewusstsein offensichtlich haben, wie man mit Anfragen des Parlaments umgeht. Die Werbeeinschaltungen in den genannten Medien erfolgte zu den bestmöglichen Konditionen. Was ist das? Sie wissen es? Was tut sich das in eurer Ausdrücken, Kollege Riepel? Sie sind herzlich eingeladen, noch dem Herrn Staatssekretär, das auch entsprechend aufzugliedern. Meine Damen und Herren, dieses Extempore mit einem Kollegen der Sozialdemokratie zeigt ganz eindeutig, um was es geht. Es geht um Verschleiern von dem, was hier tatsächlich in Österreich passiert, auf allen Ebenen der Regierung. Hier wird Geld in Zeitungen gegeben mit dem klaren Auftrag, entweder Meinungen in irgendeiner Form zu drehen, zur Richtung, ich spreche noch gar nicht vom Meinungskauf, oder ist es so, dass es diese Rabatte in Wirklichkeit nicht gibt, sondern wenn dann der entsprechende Parteisekretär dann kommt und sagt, wir hätten gerne ein Inserat, dann wird dieser Rabatt nicht der Regierung, dem Steuerzahler gewährt, sondern der wird dann der Partei gewährt, die da am Ruder ist und dann entsprechend hier gemacht. Ja, das ist jetzt das, was natürlich niemandem hier gefällt, dass sowas in Österreich vorkommen kann und vorkommen wird. In Wirklichkeit nützen Sie den Steuertopf aus, Sie nützen es schamlos aus. Und das gerade an einem Tag, wo über Belastungen der älteren Generation gesprochen wird, über die Häuselbauer, über die Bausparer, über die für ihre Lebensvorsorge etwas gemacht haben. Bei denen wird weggenommen, aber hier bei den Inseraten die fröhlichsten aller Urstände, die es überhaupt gibt. Und was kommt dann noch dazu als Ausrede? Der Informationsgehalt. Es ist ja so wahnsinnig wichtig. Die Beispiele, dankenswerterweise sind ja die Inserate aufgelistet. Aber warum braucht bitte der Wiener Kartellverband, also eine Studentenverbindung, vom Finanzministerium eine Image- und Service-Inserat für Finanzonline um 735 Euro? Oder warum brauchen wirklich die Ballbesucher vom Finanzministerium den Tipps im Ballguide 8.505 Euro, Inserat Steuertipps im Ballguide? Was soll das bitte? Was sind das tatsächlich für Ihre Informationsgehalte, die hier transportiert werden? Nein, ich komme zum Abschluss. Die Inserate, und da wird es notwendig sein, diese Medientransparenz entsprechend auch auszugestalten, dass hier in Zukunft tatsächlich kein Missbrauch mehr betrieben wird. In Wirklichkeit geht es darum, dass mit staatlichen Inseraten Parteikassen geschont werden, indem die die richtigen Vergünstigungen bekommen. Sie sind nicht bereit gewesen, die Anfrage zu beantworten, welche konkreten Rabatte, Vergünstigungen es Ähnliches gegeben hat. Sie wollen einfach keine Transparenz, sondern so wie bisher alles unter der Tuchrent. Die Redezeit der nunmehr zu Wort gemeldeten Abgeordneten beträgt gemäß der Geschäftsordnung 5 Minuten. Am Wort ist der Herr Abgeordnete Dr. Günther Kreuter. Okay, Moment. Ich hatte nicht registriert, dass sich der Herr Staatssekretär zu Wort gemeldet hat. Ich glaube, wir lassen ihm den Vortritt. Bitte, Herr Staatssekretär. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, natürlich will ich dazu Stellung nehmen. Es sind
eine Menge an Unterstellungen, die da vorgenommen wurden. Das Manöver insgesamt ist ja relativ leicht durchschaubar. Es geht darum, von verschiedenen Dingen, von Problemfällen in Ihrem Bereich abzulenken. Daher auch diese Kurzdebatte, die halt noch einmal das Thema aufwärmen soll. Bei einer Anfragebeantwortung, die in Summe 8 Seiten umfasst, extrem detailliert ist, natürlich auch entsprechende Arbeit bei der Beamtenschaft verursacht hat, finde ich das besonders interessant, dass die Frage ans Bundeskanzleramt ist, aber jeder, der sehen will, sieht und es ist, wie gesagt, leicht durchschaubar. Vorzuwerfen, dass nicht Transparenz gewünscht wird, finde ich besonders kurios. Ich habe das Medientransparenzgesetz im letzten Jahr in unserer Abteilung schreiben lassen, wir haben es dann verhandelt und es wurde hier im Haus beschlossen, sehr detailliert. Es sind mittlerweile auch die entsprechenden Unterlagen Richtung Com Austria unterwegs. Dort wird auch gearbeitet, dass das System dann Mitte des Jahres zu funktionieren beginnt. Ich darf Ihnen aber zu den einzelnen Punkten, die Sie gesagt haben, auch noch konkret antworten. Also würden wir bei jedem einzelnen Inserat, so wie wir es aufgelistet haben, zu Ihrer Anfrage 1 das andere beantworten, dann kriegen Sie ein Buch. Wenn es darum geht, sozusagen in jedem einzelnen Fall darzustellen, wo es platziert ist, wie der Platzierungszuschlag ist oder nicht ist, wo ein Platzierungszuschlag eingespart werden konnte, welche Konditionen bei Kreativleistungen und so weiter erzielt werden konnten. Und nachdem Ihre Fragen ja in einer bestimmten Art und Weise gestellt wurden, ist es auch nicht überraschend, dass die Antworten in einer bestimmten Art und Weise erfolgt sind. Ich kann Ihnen nur sagen, bei uns ist es nicht abgestimmt worden, sondern aufgrund der Fragestellung haben Sie halt bestimmte Antworten ergeben. Eines noch, wenn Sie sagen, die Anfrage wurde an den Bundeskanzler gestellt, weil er die Richtlinienkompetenz hat, im Sinne der österreichischen Bundesverfassung hat der Bundeskanzler keine Richtlinienkompetenz, sondern gibt es in jedem einzelnen Ressort eine Ministerverantwortung. Die gilt sowohl für die Frage, ob inseriert wird, wo inseriert wird, welche Konditionen ausverhandelt werden, als auch genauso für die Frage, in welcher Form die Anfragebeantwortung ins Parlament erfolgt. Wie gesagt, wir haben gemeinsam mit dem Koalitionspartner das Medientransparenzgesetz erarbeitet, haben das dann auch mit den Oppositionsparteien besprochen. Da sind noch einige Vorschläge gekommen, die eingeflossen wurden und es ist eben im letzten Jahr noch beschlossen worden. Also sowohl dieser Schritt als auch die sehr gründliche Beantwortung, die sich eigentlich schon sozusagen vorwegnehmend des Medientransparenzgesetzes danach orientiert hat, zeigt, dass wir sehr wohl Interesse haben. Interesse haben an Transparenz, klarerweise. Die grundsätzliche Unterstellung, die Sie vorgenommen haben, nämlich, dass inseriert wird, um Medien zu kaufen, Sie haben dann das Wort nicht ausgesprochen, ist in Wahrheit eine massive Beleidigung aller Journalisten und Journalistinnen in dem Land. Es war erkennbar aufgrund dessen, was Sie gesagt haben, was Sie meinen. Wir inserieren oder die Mitglieder der Bundesregierung inserieren, weil sie glauben, dass die Bürger auch das Recht haben, bestimmte Informationen zu kriegen, Serviceleistungen zu kriegen. Und das ist ja auch in Medientransparenz so festgehalten worden, nämlich was ist das Ziel und Zweck von Inseratentätigkeit, nämlich dass die Bürgerinnen und Bürger über die Arbeit der Bundesregierung, wo sie Belang haben, wo sie tangiert werden, wo sie Interesse haben, wo sie ein Informationsbedürfnis haben, auch dementsprechend informiert werden. Wenn man aktuelle Informationen oder auch Hinweise auf Serviceeinrichtungen, auf Servicenummern, in der jetzigen Phase hat es ja viele Kontaktaufnahmen von Bürgerinnen und Bürgern gegeben, die wissen wollten, was bedeuten einzelne Bereiche des Stabilitätsgesetzes oder der Stabilitätsgesetze für sie, darauf hinzuweisen, wo man sich hinwenden kann, entweder im Internet oder auch per Telefon, hat natürlich einen Sinn und daher haben wir es auch getan und machen es auch die anderen Kollegen oder die Kollegin Fechter, die ja demnächst wieder kommen wird, die gerade hinweist auf Lohnsteuerausgleich und so weiter als Punkte, die von Interesse für die Bürgerinnen und Bürger sind.
Wir haben uns immer bemüht, darauf zu achten, und ich nehme an und gehe davon aus, dass das auch die anderen Kolleginnen und Kollegen tun, die Grundsätze von Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit einzuhalten. Daher natürlich auch schauen, dass es dort, wo Rabattmöglichkeiten bestehen, wobei der übliche Vorgang ist ja nicht, dass man ein bestimmtes Volumen vereinbart, sondern dass einzelne Schaltungen sind, aber wenn ein bestimmtes Volumen zustande kommt, man trotzdem Rabatte kriegt, dass das berücksichtigt wird, ist, glaube ich, in der Beantwortung klar gesagt worden, nicht zu jedem einzelnen Inserat, weil das ganz einfach ein Wust und ein Lahmlegen der einzelnen Abteilungen gewesen wäre, aber ich glaube, von der Grundtendenz ist die Aussage ganz klar getroffen worden, nämlich, dass die branchenüblichen Rabatte verlangt werden, dass bei den einzelnen Schaltungen verhandelt wird, dass man auch bei der Frage, wo Inserate platziert werden, das berücksichtigen. Und den letzten Punkt, da will ich Ihnen auch ganz klar eine Auskunft geben. Es ist eine ganz grobe Unterstellung und ich weise das ganz dezidiert zurück, dass auf Rabatte verzichtet wird, um Parteiinserate günstiger zu erhalten. Also ich sehe es übrigens auch nicht, wo derzeit Parteiinserate oder in dem vergangenen Jahr Parteiinserate gewesen wären. Also diese Unterstellung weise ich ganz, ganz deutlich zurück. Dankeschön. Kontert Staatssekretär Josef Ostermeier. Ja, und der nächste Redner ist gleich am Wort und es ist ja, Günter Kreuter von der SPÖ. Herr Abgeordneter Dr. Günter Kreuter ist am Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär, meine Damen und Herren, also Herr Kollege Rosenkranz, also diese Anfragebesprechung heute, die turnt wirklich am Rande der Lächerlichkeit entlang, denn in dieser Anfrageantwort, der Herr Staatssekretär hat es zitiert, ist ja auf den Cent genau ausgewiesen, was inseriert wurde, wo inseriert wurde. Die Bevölkerung hat da vollen Einblick, braucht nur auf die Parlaments-Homepage klicken, kann sich das anschauen. Also ehrlich gesagt, das zum Thema einer Anfragebesprechung zu machen, das richtet sich von selbst. In einem Punkt gebe ich Ihnen ja sogar recht. Sie haben gesagt, es ist durchaus auch notwendig und sinnvoll, wenn Regierungen inserieren. Und in der Tat ist es so. Ich habe ein Beispiel da mitgebracht, wo beispielsweise in der Stadt Wien inseriert wird von der grünen Verkehrsreferentin und Baustellen gekennzeichnet werden in nächster Zeit. Das ist wichtig, das hat ökologisch einen Sinn, da weiß die Bevölkerung, wie wird sich in der nächsten Zeit sinnvoll der Weg zur Arbeit beispielsweise darstellen. Und natürlich auch im Sozialbereich, Arbeitnehmerschutz, Konsumentenschutz, das heißt, da gibt es sinnvolle Maßnahmen. Na, weil Sie gerade da so hereinblären, meine Herren, in dem Fall von der FPÖ. Ich habe da ein Inserat aus dem Jahr 2004. Folgende Situation war, Schwarz-Blau und in erster Linie Blau hat damals die Unfallrenten besteuert. Eine unglaublich ungerechte, sozial geradezu erbärmliche Vorgangsweise. Die SPÖ hat das dann zur Sprache gebracht, hat das höchstgerichtlich dann aufheben lassen. Und was haben Sie gemacht? Der Herr Haupt und die Frau Haubner haben dann abgefeiert in einem vom Steuerzahler bezahlten Inserat und loben sich da und sagen, sie hätten ein Versprechen eingelöst. Also, kehren Sie vor der eigenen Tür, Herr Rosenkranz, ist ja unerhört. Mit Steuerzahlergeld die glatte Unwahrheit, das sind FPÖ-Inserate. Oder das BZÖ, um das vorwegzunehmen, weil es wird ja auch vom BZÖ sich jemand zu Wort melden. Ich habe doch damals von der Ministerin Gastinger ein Inserat, also im dezenten Orange gehalten, wie unschwer zu erkennen ist. Das war so eine Vier-Seiten-Sache, breit gestreut in den Medien. Und hoppala, na, da ist gleich einmal überhaupt eine Viertelseiten lupenreine Parteiwerbung. Ich sehe da den Herrn Haider, der lädt ein zu einem BZÖ, Bündnis Zukunft Österreich, Meeting zu einer Veranstaltung. Also so gehen Sie um und Sie haben den Mut und die Kutzpe, dass Sie da herstellen, was kritisieren. Oder, na, wenn in Österreich jemand Ski-Olympiasieger wird, ich glaube, das wird wohl jedes Cover jeder Zeitung ziehen. Es wird keine Sendung im Fernsehen geben, kein Radio, wo das bekannt wird. Was hat der Herr Gorbach gemacht? Ich weiß gar nicht, ob es zu dem Zeitpunkt jetzt ein Blauer oder Rauscher war. Immer wieder Österreich. Der hat ein Inserat geschaltet, dass Österreich einen Olympiasieger schreibt. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie sich da echauffieren über eine Anfrage, die auf den Cent genau die Bevölkerung informiert über Inserate, dann würde ich wirklich bitten, kehren Sie vor der eigenen Türe. Nun ist Frau Abgeordnete Adelheid Irina Fürnthardt-Moretti am Wort, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Hohes Haus. Ich
glaube, genau aufgrund dieser Debatte, die wir heute führen, zeigt es sich wieder einmal, wie wichtig es war, das Medientransparenzgesetz im Vorjahr, im Dezember des Vorjahres zu beschließen. Das im Übrigen auf Initiative unseres Clubobmannes Karl-Heinz Kopf zustande gekommen ist. Und Lächerlichkeit, Herr Abgeordneter Kräuter, ich würde mit dem Wort Lächerlichkeit ein bisschen vorsichtig sein, weil allein wenn wir die Medienberichte anschauen, die sagen, es gibt noch sehr, sehr viele Ungereimtheiten bezüglich der Inseratenvergabe, vor allem bei staatsnahen Unternehmen wie ASFINAG und ÖBB, wie beispielsweise der heutige Kurier und auch der Standard sich damit befassen und ebenso ein Beitrag gestern im Report. Also ich würde da schon ein bisschen vorsichtig sein. Sehen wir, Herr Dr. Kräuter, Sie waren schon am Wort, jetzt hören Sie vielleicht mir mal ein bisschen zu. Sehen wir uns einmal die Fakten an. Was ist Faktum? Bundeskanzler Werner Faymann und Staatssekretär Ostermeier sind Beschuldigte und wurden von der Staatsanwaltschaft Wien einvernommen. Die Inseratenaffäre Faymann-Ostermeier ist immer noch Gegenstand von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien. Und die Inseratenaffäre Faymann-Ostermeier beschäftigt uns auch und ist ein großes Thema im Untersuchungsausschuss. Nun zur Causa ÖBB. Es gab eine Imagekampagne in der ÖBB, in der Kronenzeitung, in der Höhe von 500.000 Euro. Das ist eine halbe Million, 500.000 Euro. Da ist schon zu hinterfragen, ist diese Imagekampagne, die Werner Faymann mit dem ehemaligen Krone-Herausgeber Hans Dichert ausgemacht hat, korrekt und rechtens zustande gekommen? War diese Kampagne tatsächlich eine Imagekampagne für die ÖBB oder handelt es sich bei dieser Imagekampagne schlicht und ergriffen um eine Imagekampagne des damaligen Verkehrsministers Faymann? Was ja in Wien funktioniert, kann ja auch auf Bundesebene funktionieren. Der Werbefachmann Luigi Schober hat gesagt und angesprochen auf die Kosten von 500.000 Euro dieser Kampagne. Für diese Kampagne, aber da sind dann sehr viele, offensichtlich sehr viele unterschiedliche Wiederholungen erschienen, hätte ich nicht gemacht. Im gestrigen Report bewertet Luigi Schober die Faymann-ÖBB-Kampagne wie folgt. Er sagt, ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Und ich glaube auch nicht, dass das funktioniert hat. Das ist für mich der Versuch, sich ins Medium einzuschleichen. Weiters ist tatsächlich zu hinterfragen, wurde bei der Finanzierung der Werbekampagne auf die Vorstände der staatsnahen Unternehmen Druck ausgeübt? Der ehemalige ÖBB-Generaldirektor Martin Huber berichtet ja in einem Gespräch, von einem Gespräch im Februar 2008 mit Ostermeier und dem Aufsichtsrat Poss Böchhacker. Er sagt, bei diesem Gespräch wurde ich von Ostermeier sehr klar und unmissverständlich auf das Marketing- bzw. Inseratenbudget angesprochen, mit dem Hinweis, dass sich der Minister, er meint Faymann, eine erkleckliche Summe davon für seine Disposition vorstelle. Ich habe das mit dem sehr knappen Hinweis, dass ich als Vorstand einer AG nicht eine Sekunde daran denke, für irgendjemanden und auch nicht für den Minister in Haft zu gehen, kategorisch abgelehnt. Zwei Monate später war Martin Huber seinen Job los. Auch der ehemalige ÖBB-Vorstand Stefan Wehinger belastet Ostermeier massiv. In seiner Zeugenaussage gibt Wehinger an, es habe aufgrund der hohen Kosten etwa 30.000 Euro pro Einschaltung ÖBB-intern heftige Konflikte gegeben, da deren Inhalt nicht wichtig und überdies die Werbung nicht budgetiert war. Zudem wurden in den Inseraten ja noch Seitenhiebe vom Minister verpasst, weshalb mehrere ÖBB-Manager versucht hätten, die Inserate abzustellen. Wehinger, daraufhin hat Ostermeier in meine Richtung klar kommuniziert, dass das entweder der Wunsch von Herrn Faymann oder der Wunsch des Ministeriums ist. Faktum war, dass Ostermeier meine persönliche Zukunft als Personenverkehrsvorstand mit dem Wohlwollen gegenüber den Inseraten verknüpft hat. Interessant ist ebenfalls die Berichterstattung im Kurier vom 21. März diesen Jahres. Kanzler Faymann will mit ÖBB-Inseraten nichts zu tun haben. Dennoch zahlte sein Ministerium für deren Bearbeitung.
Laut Sprecherin der Oberstaatsanwaltschaft Rabel Sander gibt es hierzu keine Entscheidung. Es gäbe noch viele Dinge anzusprechen, die in den Medien kommuniziert wurden. Tatsache ist, sehr geehrte Damen und Herren, Hohes Haus, ich bin für vollständige Aufklärung. Als Vertreterin der Legislative setze ich voraus, dass die Staatsanwaltschaft Wien sauber gearbeitet hat und alle Asfinag-Manager einvernommen hat. Wenn die Staatsanwaltschaft Wien das nicht getan hat, dann ist es für mich ein Beweis, es gibt in einem Land Gleiche und Gleichere. Herr Abgeordneter Diplom-Ingenieur Gerhard Deineck ist am Wort. Danke, Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär, meine Damen und Herren. Ja, zu meiner Vorrednerin bleibt nimmer recht viel, Herr Staatssekretär Ostermeier, wenn Sie davon reden, abzulenken, dass die FPÖ ablenkt, Sie müssen die Hosen schon kräftig voll haben, wenn Sie so argumentieren, weil das ist unter Ihrem Niveau, das wissen Sie. Aber gut, kommen wir zurück. Jedes Ministerium, bis auf eines, jedes Ministerium die gleiche niederträchtige Nichtantwort. Und wenn ich heute sage, es wurde etwas gesagt, und zwar vieles wurde nicht gesagt, in der Beantwortung der Fragen 2 bis 5, denn es geht nicht um die Antwort 1, es geht um 2 bis 5, dort haben Sie etwas nicht gesagt. Und wenn Sie dort etwas nicht sagen, dann sagt das dem Rest in Österreich sehr viel. Denn Sie haben nicht gesagt, ob Sie verhandelt haben. Sie haben nicht gesagt, ob Sie Agenturen beschäftigt haben. Sie haben nicht gesagt, ob Sie verhandeln wollten. Und Sie haben nicht gesagt, warum Sie nicht verhandeln wollten. Denn da hätte man dann weiterfragen können. Und die Antworten geben sich ganz von selbst. Sie haben genau beantwortet, wem die Agenturen gehören. Das ist alles in Ihrem Dunstkreis und Sie haben nicht gesagt, wem die Medien teilweise gehören. Und kommen Sie jetzt nicht mit der Antwort, das ist gar nicht wahr. Fragen Sie doch einmal, wo die Frau des Herrn Bundeskanzlers ist, wo Ihre eigene Lebensgefährtin ist. Das ist ja doch alles verbandelt. Und man muss Mitleid mit den Journalisten haben, die mit diesem nordkoreanischen Druck gebeugt werden sollen. Die sich aber nicht mehr beugen lassen. Ich sage Ihnen ein Beispiel aus Oberösterreich. Da hat mir ein Redakteur gesagt, lieber Herr Abgeordneter Deimek, ich werde doch jetzt nicht gegen den Minister sowieso was schreiben, wenn gerade die Inseratenwelle aus diesem Ministerium rollt. Na bitte, was wollen wir denn da sagen? Oder ein zweiter Fall. Warum kommt genau dieser nordkoreanische Druck beispielsweise auf die Asfinag? Und zwar nicht dort, wo sie sich gehört. Und sie waren damals in diesem Ministerium. Sie sind nicht zu den Vorständen gegangen, wie es sich gehört hätte. Sie sind irgendwo ganz unten rein. Und wir haben das dokumentiert, Gott sei Dank. Und wir haben es auch an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Ganz unten sind sie reingegangen und haben unten vier Inseratenstrecken vereinbart. Und das ist dann in der Asfinag nach oben gegangen. Und dann sagen die drei Asfinag-Vorstände, das wollen wir nicht. Was war? Eine Woche später waren sie ausgezahlt, die Verträge abgefertigt, erledigt. Das ist die Methode Faymann, das ist die Methode Ostermeier. Und das ist in dieser Republik, solange wir ein Rechtsstaat sind, nicht zu akzeptieren. Das ist schändlich, das ist nicht mit ihrer Würde zu vereinbaren. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie glauben, Sie sind noch immer in Nordkorea, dann treten Sie zurück. Sie persönlich tun sich ja leicht, weil wenn der Herr Faymann abtreten muss, dann haben Sie Ihren finanziellen Weg schon vorgezeichnet. Er wird sich heute aus dem Geld seiner Medienbeteiligungen bedienen müssen. Das ist ein Skandal in dieser Republik und wir werden darauf schauen, dass wir auch im Untersuchungsausschuss die politische Verantwortung genau aufdecken werden, denn so kann es nicht weitergehen. Danke. Eine heftige Attacke von Gerd Deimek von der FPÖ an den Staatssekretär Ostermeier bzw. auch Bundeskanzler Faymann im Zusammenhang mit der Inseratenkampagne. Nächster Redner ist Peter Pilz von den Grünen. Ja, die Kollegin von der Österreichischen Volkspartei hat natürlich vollkommen recht. Da gibt es einiges zu untersuchen, deswegen gibt es das Beweisthema 4 im Untersuchungsausschuss. Ich habe auch mit Interesse jetzt mitverfolgt, wie der Clubobmann der SPÖ zum Clubobmann der ÖVP gegangen ist, der sich daraufhin die Rednerin der ÖVP hergeholt hat. Und jetzt möchte man halt gern wissen, wie es jetzt in der Koalition weitergeht. Aber weil Sie es uns nicht sagen werden, werde ich es Ihnen sagen. Es ist nämlich weitergegangen. Also,
SPÖ, Faymann, Ostermeier, Inseraten-Affäre, Regierungsinserate. Wir werden das untersuchen. Bin nicht bereit, vor Beweisthema 4 zu sagen, was das Ergebnis dieser Untersuchungen ist. Aber am 22. März ist was in diesem Haus passiert. Wir arbeiten am Beweisthema 1, Telekom, nicht am Beweisthema 4, das kommt irgendwann im Herbst. Am 22. März ist ein Clubsekretär der ÖVP in den Aktenraum in diesem Haus gegangen und hat verlangt, dass die Datenverarbeitung zum Beweisthema 1 Telekom gestoppt wird und die Datenverarbeitung zum Beweisthema 4 Regierungsinserate vorgezogen wird. Es mussten sogar heruntergefahren werden die Rechner zum Beweisthema 1. Dazu gibt es ein Protokoll der Parlamentsdirektion, das den Fraktionen vorliegt. Die ÖVP hat erzwungen, dass heruntergefahren werden, die Rechner zu Beweisthema 1, damit schnell Material gegen Faymann und Ostermeier in der Inseratenaffäre sichergestellt werden kann. Die Beamten des Hauses mussten eine extra Schicht einlegen, um die ÖVP mit Munition gegen den Bundeskanzler und seinen Staatssekretär zu versorgen. Und dann wurde der Clubsekretär der ÖVP gefragt, und ich zitiere: Laut Clubsekretär diene die Eile dem Schutz des Koalitionspartners. So, meine Damen und Herren von der SPÖ, sind Sie auf Anordnung der ÖVP-Fraktion geschützt worden. Und was steht oben in diesem Protokoll? Die von Abgeordneten Amon angesprochenen Akten sind eine Lieferung zu Beweisthema 4. Und ich frage mich wirklich, was der Abgeordnete Amon da in dem Haus tut. Morgen wird er als frisch ausgelieferter Abgeordneter uns im Untersuchungsausschuss bei einer Geschäftsordnungssitzung erklären, dass wir in seiner Causa, wo der Staatsanwalt untersucht, ein einziger Ort nicht untersuchen darf, und das ist der österreichische Nationalrat, weil der Abgeordnete Amon namens der ÖVP das verbietet. Wo sind wir jetzt eigentlich? Dass beschuldigte Abgeordnete, die Frechheit haben, im Untersuchungsausschuss weiter unsere Arbeit zu belasten, dann noch diktieren, dass der Untersuchungsausschuss in ihrem Bereich nicht untersuchen darf. Und die SPÖ tut mit und sagt, ist okay, zum Bereich ÖAB Amon darf nicht mehr untersucht werden und gleich zum Bereich Hackl ÖVP darf auch nicht untersucht werden. Und eigentlich zur ÖVP darf nicht mehr untersucht werden. Wir hätten nur gern geschwind ein paar Akten gegen den Koalitionspartner. Das ist unser einziger Wunsch. Das sagt sehr viel über die Koalition aus. Das machen Sie sich bitte untereinander aus. Wenn Sie sich gegenseitig bereits hausordnungs- und regelwidrig mit Akten versorgen, um den jeweiligen anderen, in dem Fall immer ausgehend von der ÖVP, fertig zu machen. Aber eines geht nicht: dass die Hauptpartei der österreichischen Korruption, die österreichische Volkspartei, darüber entscheidet, was der Untersuchungsausschuss untersuchen darf und was er nicht darf. Das geht mit Sicherheit nicht. Das ist wirklich unerhört. Und ich habe überhaupt kein Verständnis für die SPÖ, dass sie da die Stange hält und den Steigbügel hält. Aber wie heißt es in der zweiten Strophe der Internationale, die Sie, Kollege Czapp und Kolleginnen und Kollegen der SPÖ, am 1. Mai am Rathausplatz wieder singen werden? In der zweiten Strophe der Internationale heißt es: Unmündig nennt er uns und Knechte. Und genau das hat sich die ÖVP zu Herzen genommen. Und genau deswegen, gegen ihre eigenen Interessen, gegen die Interessen des Parlaments, erlauben Sie es dem Abgeordneten Amon, dass er als Beschuldigter in seinem eigenen Verfahren versucht, dem österreichischen Nationalrat und dem Untersuchungsausschuss zu diktieren, was untersucht werden darf und was nicht. Wir brauchen die Unterstützung der ehrlichen Mehrheit in der österreichischen Bevölkerung gegen die unehrliche Mehrheit in der Bundesregierung und den Regierungsparteien, damit wir weiter auch ungehindert und erfolgreich die Korruption in Österreich untersuchen und bekämpfen können. Herr Abgeordneter Stefan Petzner. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Staatssekretär, wir müssen schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, beziehungsweise, um
auf das aktuelle Thema einzugehen, die Druckerschwärze im Tintenfass. Nicht jedes Inserat, das geschalten wird, ist per se kriminell oder irgendeine kriminelle Machenschaft. Das ist mal schon mal wichtig festzuhalten, sondern die entscheidende Frage ist ja die, entspricht das Inserat inhaltlichen und formalen Richtlinien und Kriterien? Und zentral ist vor allem auch die Frage, wer hat wann, warum, welches Inserat finanziert und bezahlt. Das sind die zwei Grundsatzfragen, die immer beantwortet werden müssen. Und wenn die ÖVP jetzt ganz aufgeregt in Richtung Staatssekretär Ostermayer hinhaut, dann offensichtlich auch am schlechten Gewissen heraus, denn der einzige Unterschied zwischen SPÖ und ÖVP in diesem Bereich ist, dass die SPÖ fragwürdige Inserate schaltet und die ÖVP über Pressevereine fragwürdige Druckkostenbeiträge kassiert, wo es offensichtlich keine Gegenleistung gibt. Also das ist genauso aufklärungsbedürftig, meine Damen und Herren von der Volkspartei. Und ich darf schon darauf hinweisen, dass es vor allem auch die Initiative des BZÖ gemeinsam mit den Grünen, konkret nenne ich hier den Mediensprecher Bros, war, dass ja wir jetzt mit Juli in Kraft tretend ein Medientransparenzgesetz, Gott sei Dank, haben werden in dieser Republik, das genaue Richtlinien festlegt, genaue Kriterien festlegt, wie Inserate ausschauen müssen, wie sie gestaltet sein müssen, wie die Finanzierung ausschaut. Das haben Orange und Grün gemeinsam durchgesetzt, während die FPÖ, auch das muss man sagen, nicht einmal bereit war, an den Verhandlungen teilzunehmen. Wenn es ums konkrete Arbeiten geht, seid ihr zu faul zum Verhandeln. Wenn es ums Polemisieren geht, stellt euch in die erste Reihe. Und man kann sehr viele Inserate diskutieren. Man kann auch Inserate diskutieren, warum der Kärnten FPK-Landeshauptmann Dörfler riesige, ganzseitige Inserate in der Kronenzeitung schaltet, wo er Gutscheine verteilt für Vitaminbrausetabletten und so kommen sie gesund durch den Winter. Ja, ich meine, das sind ja alles Dinge, wo man sich schon die Frage stellen muss, ist es die Aufgabe eines Landeshauptmannes von einem Bundesland, Vitaminbrausetabletten zu verteilen oder ist es eine Aufgabe, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen, die Wirtschaft anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen? Meiner Meinung nach ist es das Zweite. Ja, mit Brausetabletten löst man nicht die Probleme eines Bundeslandes. Und leider Gottes hat das Bundesland Kärnten aufgrund des Versagens der FPK-Landesregierung genug Probleme am Hals. Das er Ihnen hinter die Ohren geschrieben, meine Damen und Herren. Und zum konkreten Fall auch zum Untersuchungsausschuss. Wir werden zur Causa Inserate noch kommen. Der Kollege Pietz hat das schon gesagt. Wir werden das ausführlich würdigen und die politische Aufklärung vorantreiben. Die strafrechtliche Aufklärung, Frau Kollegin von der ÖVP, die obliegt bitte der Justiz. Und im Gegensatz zu Ihnen habe ich sehr wohl Vertrauen darauf, dass die österreichische Justiz unabhängig, weisungsfrei, objektiv und korrekt ermittelt und auch agiert. Und das möchte ich an dieser Stelle auch festhalten. Sie sind immer der Erste, der Sie... Hören Sie auf Ihre eigene Justizministerin, Frau Kollegin, die in aller Deutlichkeit gesagt hat, die Frau Ministerin Kahn, dass sie es sich verbietet, dass die österreichische Volkspartei die unabhängige Justiz und den österreichischen Rechtsstaat hier in Frage stellt. Das ist unzulässig und das ist auch sehr gefährlich. Die politische Aufklärung, die werden wir im Ausschuss leisten, da müssen Sie sich keine Sorge machen. Und weil wir gerade beim Ausschuss sind, ja, und Sie so noch Aufklärung schreien, da fällt es schon auf. Aktuell, wenn es jetzt geht, darum geht, die Telekom-Malversationen aufzuklären, ja, dann steht die ÖVP gemeinsam mit der SPÖ auf der Bremse. Dann redet man plötzlich davon, das Telekom-Kapitel möglichst schnell abzuschließen, weil man auf einmal einen Stress kriegt. Dann blockiert man gemeinsam die Ladung von zentralen Auskunftspersonen, die wesentlich zur Aufklärung dieser Malversationen beitragen kann. Sie können den ersten Schritt machen in Richtung Aufklärung, indem Sie Ihre Blockade im Untersuchungsausschuss aufgeben. Und dazu fordere ich Sie dezidiert auf, meine Damen und Herren von der österreichischen Volkspartei. Nehmen Sie sich ein Beispiel am BZÖ. Das BZÖ wurde gestern von allen Fraktionen gelobt in der Fraktionsführersitzung dafür, dass wir, als es um uns gegangen ist im Telekom-Ausschuss, keine einzige Ladung blockiert haben, keine einzige, weil wir gesagt haben, wenn es etwas aufzuklären gilt, dann stehen wir zu dieser Aufklärung, dann tragen wir auch die politische Verantwortung und dann ziehen wir auch die politischen Konsequenzen, wenn sie notwendig sind.
Diesen Weg, meine Damen und Herren, von der Österreichischen Volkspartei, den haben Sie noch vor sich. Wir sind ihn schon gegangen und werden dafür auch entsprechend vom Wähler honoriert werden. Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Ich nehme die Verhandlungen über die Punkte 1 bis 3 der Tagesordnung wieder auf. Und am Wort ist die Frau Abgeordnete Dr. Moser, die ich aber jetzt nicht sehe. Als nächster am Wort ist der Herr Abgeordnete Johann Hechtl. Ja, damit ist die kurze Debatte auch zu Ende gegangen. Wir sind wieder zurück bei der Debatte um das Stabilitätsgesetz 2012 und der nächste Redner hat es auch schon geschafft. Das ist Johann Hechtl von der SPÖ. 2012 bis 2016 werden, wie schon angeführt, 98 Gesetzesbestimmungen befasst und vielfältige Materien behandelt. Gesetzesmaterien, die sich in allen Bereichen der Gesellschaft auswirken und dennoch sozial ausgewogen und konjunkturelle Maßnahmen mit sich bringen. Mit einem Gesamtvolumen von 27,8 Milliarden Euro ist dieses Stabilitätspaket mit großteils Ausgaben